Herzlich willkommen zurück und dann geht's hier gleich weiter. Ich brauche nicht lange, um ins Museum zu kommen. In meinen Gedanken war ich schon bei der nächsten Aufgabe, Dinosaurierknochen zu sammeln und zu präparieren. Als ich im Labor des Museums ankam, war es an der Zeit, das zu reinigen, was ich gefunden hatte. Das war eine faszinierende Erfahrung. Sie erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit, aber das Ergebnis war immer die Mühe wert. Bringe die Kisten mit den Fossilien zur Reinigungsstation. Entferne den Gips und die Fossilien mit den verfügbaren Werkzeugen aus dem Stein. Okay. Nachdem du das Fossil extrahiert hast, triffst du die Entscheidung, wer diese Knochensatz reinigen soll. Du oder ein... Okay. Dann machen wir das mal. Und dann ist auch bald hier wieder Feierabend. Wo haben wir denn unsere Kisten hier? Hallo? Hallo? Hallo erstmal. Was ist das hier? Ah, okay. Wow. Okay, wir können schon wieder nicht springen. Hüpfen. Nicht, hier werde ich gerannt. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh, halt. Langsam schon. Okay, nach links und rechts springen, Kiste aufnehmen, Hubraum verlassen, Fahrzeug. Hallo? Hallo? Wieso komme ich da denn nicht runter? Düt. Es ist sehr leise hier gerade. Also es ist nicht nur bei euch so, sondern allgemein ist es hier leise gerade. Da muss ich hier rein. Das wäre... Die Hubwagen verlassen. Okay. Ja toll, ich wollte gar nicht den Hubwagen. Oder wie, oder wo, oder was. Aber wir müssen mit dem Hubwagen mal eben wieder reinfahren. Wieso? Aber wieso macht er denn das nicht? Mit Denkermaus kann ich das eigentlich aufnehmen, aber irgendwie nimmt er den nicht auf. Oder kann ich nur die erste hier nehmen? Dass ich verkehrt angefangen bin? Ich schaukel aber so ein bisschen auch rum hier, ey. Boah. Na gut, holen wir das uns hier selber rein. Abschalten. So. Okay, einmal aufschneiden hier. Okay,
Okay, so, und hier nochmal. So. So, so. 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 Und fangen wir den hier nochmal auf. Da. Okay. Oh, vorsichtig. Ja, sind wir nochmal vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hier kann man noch ein bisschen. Das geht nicht. Da. Wo soll die Fossilien hingebracht werden? Raum zur Bearbeitung der Fossilien, manuelle Reinigung. Manuelle Reinigung. Okay. Wir wollen das mal reinigen. Hallo? Okay. Okay, das ist runtergefallen. Schickt das in die Museum. Okay. Ich hab manchmal so ein bisschen Angst, dass ich halt. Ich glaube, kaputt machen kann man hier, glaube ich, gar nichts. Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man noch was kaputt machen kann, großartig. Das ist ja immer noch ein Spiel, ne? Aber ich weiß es nicht. Aber es geht ja ziemlich gut hier und schnell. Junge, Junge, Junge. Sind hier nicht beim Zahnarzt, obwohl er sich das vielleicht so anhört? Ah, nein, sind wir nicht. So. Was hier alles drin ist. So, da haben wir noch was. Okay. Ah, guck mal, da haben wir alles sauber gemacht. Jetzt können wir noch gut. Wir machen erstmal die kleineren Sachen. Ja, die gehen halt ein bisschen schneller hier sauber. So. Müssen wir das auch da irgendwie drehen? Haben wir es alles gemacht? Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Allgemeiner Fortschritt 30%, okay. So. Er ist Reinigungsstelle für vorhin. Okay. Und jetzt? Oh, okay.
Okay, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Okay, ich weiß es jetzt auch nicht, was ich jetzt gemacht habe. Keine Ahnung. Ja. Wir holen mal die nächste Kiste. Ja, hier ist der Kopf drin, ne? Der Kopf, der Kopf. Oder ein Kopf drin, sagen wir mal so. 10 Minuten schon. Okay. Das voll wackelt, ey. So hier, so, und das war's, ja. Nochmal so. So, ein bisschen raufhämmern hier. Was haben wir denn hier für einen schönen Kopf? Museumsmitarbeiter. Okay, geht nicht. Okay. Okay. Machen wir das halt selber. Normal. Vielleicht geht das ja jetzt. So, vielleicht. So, sieht schon. Okay. Das dreht sich wie ein Hähnchen. Das sieht aber eher aus wie richtige Skelette. So. Gucken mal, wie das hier wird. Ich lasse sie jetzt mal einfach so drehen. Und drehe die, während sie sauber machen. Während sie drehen, mache ich sie sauber. Fortschritt, weiß nicht, keine Ahnung. So, ist auch gleich fertig. So, jetzt fertig. Die ging ganz schnell für dich hier. Okay. Frag mich nicht, was ich hier mache. Konservieren wahrscheinlich, ne? Ja. Ach, die beiden noch, ne? Ach, mit denen auch noch. So. Was machen wir denn jetzt? Okay. Kann ich den hier auch mit drehen? Ja.
So. Irgendwie hat er vorhin ein bisschen rumgeschwankt. Ist aber auch eine Demo hier, ne? So, mal zur Information. Haben sie ja gleich hier, wir haben sie ja gleich hier. Okay, was wir jetzt denn machen hier? Polieren alles hier. Einmal polieren bitte. Okay, das geht mal 80-40 hier gerade. Wenn er dann echt auch so schnell gehen würde. Schon wieder einsprühen. Jetzt wird das wohl konserviert, ne? Oder? Weil jetzt sind wir bei 88%, 90%. Das war ein bisschen, gerade ein bisschen verwirrend alles. So, das hier nochmal eben. So, und jetzt den großen Schädel noch. Jo! Wenn du mit der Reinigung fertig bist, füge einzelne Knochen in größere Skelett. Skelettfragmenten zusammen. Kombiniere die Teile, um das Dinosaurier-Skelett zu vollständigen. Nimm die Kiste mit dem kompletten Skelett mit dem Gabelstapler und bring sie in den Bereich. Okay. Sobald du die Kiste an ihrer richtigen Stelle platziert hast, wechsle mit der Hilfe des Computers in den Ausschuss. Okay. Der kommt dahin. 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 Der kommt da. Der kommt da. Das sind die beiden Äuglein hier. Hallo? Kommen wir wohl noch nicht so ran. Dann können wir den nicht irgendwie drehen hier. Jetzt kommen wir doch daran, oder nicht? So, siehst du wohl. Okay, so. Ich versuche das mal von meiner Seite irgendwie so ein bisschen zu machen. Ja, eigentlich ist das auch egal. Wie gesagt, es ist nur, ja, nur ein Spiel hier. So wollen wir es auch behandeln wie ein Spiel. So. Greife. Wir greifen es. So. Oh. Okay. Wir haben hier noch eine Kiste. Da will ich noch gar nicht hin. Wir haben hier noch eine Kiste. Die will ich noch aufmachen. Hier. Unbekannte Knochen. Ich will wissen, was das für Knochen sind. Das werden wir vielleicht nicht selber ausmachen, weil ich weiß noch nicht, wie viele das sind. Gucken wir gleich mal, ob wieder so viele sind oder weniger. Gucken wir gleich mal. So.
Ich steige ein bisschen hier, ein bisschen dort. Jetzt machen wir das Ding hier. Okay. Ups. Ups. Lass noch weg da. Los. Okay, der säubert immer noch die anderen. Mann, 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 wie lange braucht der denn? Dann machen wir das hier nochmal. Scheint aber größere Knochen zu sein und nicht so viele. Okay, wird das auch noch zu diesem Gallimimus, den wir da jetzt gerade in Arbeit haben? Möglich ist es, ne? Okay. Komm, wir drehen den wieder hier. So drehen. Genau, so drehen. So, den können wir so, glaube ich, putzen hier. Ja, ein bisschen nach links, so weit. Den auch. Wir putzen, wir putzen. So. So. Von links nach rechts und von rechts nach links putzen. Das bringt's nämlich voll. Das ist eine Geheimtechnik. Das muss man auch erstmal drauf haben. Den kleinen da, den dann erneut. So. Da einsprühen zur Reinigung. Den auch noch mal eben hier. So. Aber wir müssen wieder einmal drehen hier. Einmal sauber pinseln hier. Pinseln vor allem. So, wir flitzen darüber. Jetzt können wir schon voll der Profi hier drin sind. Wie gut, dass wir hier nochmal sowas haben. Zum selber sauber machen hier. Was sollen wir denn sonst die ganze Zeit machen? Dieses Spiel hier, das kommt Ende des Monats. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Mit einem Daumen hoch vielleicht auch. Okay, so. Der ist fertig, der ist fertig. Manche Klauen gehen ganz schnell hier. So.
Ja. Von links nach rechts, von rechts nach links. Wieder nicht ganz so schnell. Dann kriegen wir, erwischen wir mehr. So. Den haben wir ganz schnell hier fertig. Einmal drehen und dann ist er fertig. Siehst du? So. So, mal ein bisschen zum Glänzen bringen hier alles. Wunderbar. Wunderbar. So, das kommt da oben hin. Also es macht schon Spaß, ne? Wenn man jetzt mehr zu tun hätte oder würde, dann könnte man das hier zu den anderen hinbringen. Und ein selber, der wird dann wieder, ne? Wie heißt jetzt zum wieder zur Ausgrabung oder sowas fahren.